Der Architekturspielraum Kärnten versteht sich als Schnittstelle zwischen Bildung und Baukultur. Baukultur wird immer so als elitäre Sache gesehen, etwas, was nur Architektinnen und Architekten betrifft. Und in Wirklichkeit geht es sehr weit über diesen Fachbereich der Architektur hinaus. Unsere Entscheidungen, wo wir wohnen oder wie wir uns fortbewegen im öffentlichen Raum, beeinflusst unser tägliches Leben und auch unser Wohlbefinden. Und deshalb wollen wir das auch vermitteln, dass es eben nicht nur um Pläne zeichnen und Häuser planen geht. Auch unser Verhalten bildet Räume. Und da versuchen wir eben einzuhaken und baukulturelle Bildung an Kinder und Jugendliche bereits heranzutragen. Die Architekturvermittlung ist natürlich ein wesentlicher Faktor in der Architekturausbildung. Also bei uns gibt es auch ein Wahlfach für Studierende schon, das heißt Architekturvermittlung, wo wir mit den Studierenden gemeinsam Formate entwickeln. 15 Jahre engagierte Baukulturvermittlung und 10 Jahre Ideenwettbewerbe an der FH Kärnten haben uns motiviert, diese Ereignisse sichtbar zu machen und in eine Publikation zu gießen. Die Publikation besteht aus 2 Bänden. Der erste Band sind die Spielräume. Die Spielräume beschäftigen sich mit den Vermittlungsprojekten, die gemeinsam mit den ganzen Architektur- oder Baukulturinstitutionen in Kärnten entstanden sind. Und der zweite Teil, die Ideenräume, beschäftigt sich mit den Ideenwettbewerben, die seit 10 Jahren an der FH Kärnten ausgetragen werden. Die Schnittstelle der Baukulturvermittlung an den Schulen, das sind die Pädagoginnen, über die wir eingeladen werden an die Workshops, wo wir eigentlich dann unsere Kernaufgabe erledigen können, nämlich die Vermittlung der Baukultur. Also wo wir dann mit Kindern aller Altersgruppen arbeiten, auch mit jungen Erwachsenen, mit unterschiedlichsten Bildungsinstitutionen und wo wir immer kreativ arbeiten, wo wir immer mit Raumbezug arbeiten, altersadäquat, natürlich je jünger die Kinder, umso spielerischer, aber immer mit etwas zum Angreifen und wo auch das Ergebnis dann sogar ganz oft auch einen echten Bezug zum Umfeld der jungen Menschen hat. Wir haben die Zeit genutzt und nachhaltige Vermittlungsmaterialien entwickelt. Dazu gehört auch ein Baukulturspiel. Es ist ein Wohnformenquartett, wo alternative Wohnformen aus ganz Kärnten spielerisch vermittelt werden. Es gibt ein Aktivitätenbuch, ein Heft auch für Kinder und Erwachsene, das beschrieben, bezeichnet und an dem weitergearbeitet werden kann. Und es gibt ein Gesellschaftsspiel, das mit bekannten Regeln gespielt wird, ob das jetzt Mensch ärgere dich nicht ist oder Millionenshow. Und man spielt mit Spielfiguren und nebenbei wird eine ganze Menge Wissen vermittelt. Architekturspielraum Kärnten.